Musikschulen-News TV des Verbandes Deutscher Musikschulen auf der Frankfurter Musikmesse 2015. Wir berichten wieder über Neuerscheinungen und Aktivitäten unserer fördernden Mitglieder. Ich bin jetzt bei HearSafe und bei mir ist Eckhard Beste. Morgen, Herr Daimling. Erster Tag der Musikmesse. Es geht noch einigermaßen mit der Stimme. Schön, dass Sie wieder da sind. Am liebsten würde ich jetzt mit Ihnen einen anderthalbstündigen Workshop machen, stellvertretend für all die Kolleginnen und Kollegen in den Musikschulen. Das geht nicht, darum erlaube ich mir, so ein paar Akzente zu setzen und ein paar provokante Aussagen gleich zu machen. Ich fange gleich mit der Aussage an, es gehen mehr Ohren kaputt durch laute Musik. Umgekehrt, das haben Sie erwartet, es gehen mehr Ohren kaputt durch Rauchen in der Summe als durch laute Musik. Dann werden manche jetzt denken, was redet der für einen Unsinn? In den Workshops bei Ihnen im Kollegium will ich Ihnen gerne dazu etwas erzählen und vielleicht auch so ein bisschen zum Lernstressmanagement in der Musikschule wie überhaupt im Leben. Und natürlich werden Sie denken, nur deswegen macht er es, hat ja auch Produkte, die er da verkaufen kann. Aber nehmen Sie es mir ab, in ein paar Jahren darf ich vielleicht in Rente gehen und bis dahin möchte ich zur Aufklärung in Sachen, wie gehen Ohren kaputt und was kann ich zum Gehörschutz tun, noch ein paar Akzente setzen. Ich darf Ihnen hier vielleicht einmal, wenn Sie rüberrutschen, zeigen, was wir im Moment im Orchesterbereich machen. Ich weiß nicht, ob Sie das so aufnehmen können. Auch dort ein multidimensionaler Ansatz. Also es geht nicht nur darum, den Lärm zu messen, sondern die Situation jedes einzelnen Musikers im Orchester ein bisschen besser zu verstehen und der einzelnen Person eine Erleichterung für die beruflichen Belastungen zu geben. Und den Musikschullehrern werden jetzt so Dinge einfallen wie, es gibt bestimmte Klassen, es gibt bestimmte Bandprojekte, es gibt Räumlichkeiten, in denen mag ich nicht arbeiten. Wenn ich anschließend nach Hause gehe, dann brummt mir der Kopf und, na, aber es ist so. Wir müssen mit den Umwelten, in denen wir leben, zurechtkommen und HearSafe gibt vielleicht das ein oder andere dazu, was es Ihnen, uns ein bisschen leichter macht. Dazu gehört auch, das darf ich Ihnen hier in einem anderen Bild vielleicht nochmal gerade zeigen, dass wir, verzeihen Sie das Englische im Moment, dass wir einen komplexeren Präventionsansatz auch erarbeitet haben, mit dem wir uns dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer jetzt nach der Musikmesse auch anbieten. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen jetzt natürlich am Stand noch viele Dinge zeigen und vielleicht gehen wir einmal kurz hier herum, was an Produkten da ist. Ja, wir machen maßgefertigten Gehörschutz, wir haben Standardgehörschutz. Wir haben auch für die ganz Kleinen etwas dabei. Da oben hängen die Kids. Sie sehen hier ein typisches Gespräch auf der Messe. Naja, okay, jetzt wird sogar das Geld gezückt, keine Angst. Es geht darum, den Standardgehörschutz auch qualitativ ein bisschen differenzierter darzustellen. Und das macht der Kollege gerade hier am Stand. Wenn wir weiter rumgehen, sehen Sie, dass wir hier viele schöne Produkte haben, die wir nach Künstlerbedarf showbezogen dann auch erarbeiten. Und eine Etage darunter sehen Sie ein großes Ohr. Ich sprach vorhin davon. Gerne erzähle ich Ihnen ein bisschen mehr darüber, was da passiert, wenn Sie Musik machen oder wenn Sie der Musik ausgesetzt sind. Wenn ich hier jetzt noch mal einmal weiter rumgehe, sehen Sie leider im Moment nur, Herr Becker, sind Sie bitte so lieb und drehen sich einmal um und kommen einmal mit dem Tütchen zu mir, mit den Ohrabdrücken. Ja, Herr Becker hat hier, ups, da nehmen wir jetzt gerade mal was weg, aber man kann aus allem Thema machen. Da haben wir die ersten Abdrücke heute auf der Messe. Und man kann auch da vielleicht schon sehen, noch deutlicher an anderer Stelle, wie verschieden Ohren sind. Schaffen wir es noch darüber, leider? Wenn Sie hier, Herr Daimling, mal hereinhalten, da sehen Sie, wie unterschiedlich Gehörgänge sind. Und die Vorstellung, dass man in Gehörgänge einfach
einen Schaumstoffstöpsel hereinsteckt und das passt dann auch, die ist falsch. Genauso, ich komme zurück zum Anfang, zur Anfangsprovokation. Genauso falsch ist es, dass die jungen Leute heute sich alle die Ohren kaputt machen mit Diskothek, Walkman und Konzertbesuch. Das ist falsch. Und ich gehöre zu denjenigen, die Eltern ermutigen, ihre Kinder auch ans laute Schlagzeug zu senden und auch in den Bandprojekten mitzumachen. Grundsätzlich besteht dort nicht mehr Gefahr für die Ohren als bei anderen Hobbys. In diesem Sinne, ich würde mich freuen, Sie alle zum Thema in Ihrer Schule wiederzusehen. Vielen Dank für Ihren Besuch. Kleinen Moment noch, Herr Daimler, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Eigentlich habe ich zwei wichtige Dinge. Wir sind auf dem Musikschulkongress in Münster und freuen uns, auch dort angesprochen zu werden. Und wenn Sie noch eine Empfehlung für die Abendgestaltung in Münster brauchen, dann gehen Sie zu unserer lieben Freundin Barbara. Jetzt darf ich wahrscheinlich gar nicht sagen, wie das Lokal heißt. Ein alteingesessenes in Münster. Und da gibt es auch ein Altbier für diejenigen, die aus Düsseldorf kommen. In diesem Sinne, tschüss, bis Münster.